Pfaffenteich mitten in Schwerin. Das älteste Baudenkmal der Stadt ist seemännisch, wohl nicht das anspruchsvollste Gewässer. Stürme, Fluten, nicht mal Gegenverkehr ist hier für gewöhnlich zu befürchten. Und doch ist die Petermännchenfähre zu fahren eine Aufgabe wie keine andere. Im September 2008 übernahm sie Hans-Gerd Jankowski, vormals eher Kapitän der Straße. Eigentlich habe ich mit Wasser überhaupt nichts am Hut. Wenn ich am Strand bin, brauche ich vielleicht 20 Minuten am Tag und dann ist das für mich erledigt. Das reicht mir vollkommen. Aber ich habe dann abgewogen, Schichtsystem bei der Straßenbahn, beziehungsweise hier im Pfaffenteich, wo das Kleinrund das größere Übel liegt. Und ich habe mich jetzt so an das Wasser gewöhnt, so an das Fährschiff gewöhnt, deswegen kann ich mich eigentlich im Nachgang nicht mehr verstehen, warum ich vorher das nicht so wollte. Ne? Geburtsurkunde stammt aus dem Jahre 1929 und zwar als eine Heufähre aus dem Spreewald. Kennen Sie ja diese flachen Körper, wo Heu mitgefahren wird und so. Ne? Und so einen Schiffskörper hat man sich 1953 gekauft, hat das hier hochgebracht nach Schwerin über den Wasserweg, hinter einem anderen Motorjacht hinterher gesetzt, hochgezogen. Und man hat es dann umgebaut zu einer motorisierten Personenfähre in einer stumpfen, rechteckigen Form. Und 1972 hat man dann dieses Schiff bei der Landrevision rausgenommen. Damals hatten wir noch unser großes Klemann-Gottwald-Werk oben. Und die haben uns dann die kleine Bugspitze vorne angebaut. Und jetzt sieht sie aus wie so ein kleines Schiff. Ja. Meines Wissens, ich bin ja erst seit 6 Jahren hier auf dem Pfaffenteich, aber meines Wissens nach noch Erzählungen von Herrn Schmidt, mein Vorgänger, waren schon lange keine Schwäne mehr als Stammgäste hier auf dem Pfaffenteich. Tagesgäste haben wir regelmäßig, die bleiben dann mal 1 oder 2 Tage, aber Junge habe ich schon seit ewigen Zeit hier auch nicht mehr gesehen und die haben ja auch nicht gebrütet. Dafür wäre das Schwanhaus ja angebracht gewesen. Ich denke mal, sie haben drüben am Ziegelsee gebrütet und sind dann hier rüber gekommen. Und jetzt sind sie schon die 4. Woche hier. Deswegen glaube ich mal positiv, die haben sich an den Pfaffenteich gewöhnt. Den Namen Petermännchen, so habe ich zumindest gelesen, hat man uns 1979 zum 100-jährigen Bestehen der Fährlinie überreicht. Die vorhergehende Fähre hieß ja noch Schwerin und in die Weiße Flotte, die auch beim Nahverkehr damals ja noch war, da wollte man sich ein neues Flaggschiff gekauft. Das ist übrigens das Schiff, was heute noch läuft, diese große Schwerin. Und die wollten den Namen Schwerin tragen und 2 Schiffe mit demselben Namen gibt es nicht. Und deshalb hat man uns den weggenommen, auch in Ordnung, und hat man den Petermännchen verliehen. Petermännchen ist ja die Sagenfigur für das Schweriner Schloss, steht für Ehrlichkeit, Gerechtigkeit und Schutz seines Patrones. Und seitdem wir den Namen am Schiff tragen, auch zum Schutze unseres Schiffes. Oder hier in Schwerin, der ein Fährboot fährt. Das Gewässer ist einzigartig und deshalb habe ich gesagt, Fahrgäste wollen sich auch mal daran erinnern, wenn sie dann weggehen und in Zusammenwirken mit dem Petermännchenverein, den es im Jahre 2009 noch gab, den gibt es ja leider nicht mehr, hat man diese Postkarte entwickelt und man hat sie mir überreicht und ich verschenke sie zum großen Teil. Jetzt in der letzten Saison verschenke ich sie nur noch hauptsächlich für meine Stammgäste. Da bedanke ich mich dann auch gleichzeitig dafür. Ne? Aber andere haben ja auch schon geschrieben, aus den USA, aus Kanada, aus Australien. Ich habe ja auch noch so ein Gästebuch, da lasse ich sie dann meist auch unterschreiben, mache auch ein Foto von denen. Wenn sie mal wiederkommen, können sie da mal reinschauen. Und da schicken sie mir dann auch schon mal Ansichtskarten von ihrem Land hierher und bedanken sich auch immer und sehen dann auch die Postkarte. Da ist auch der Pfaffenteich mit drauf und das Fährboot. Also Langzeiterinnerung. Natürlich werde ich auch persönlich gemessen an meinen Vorgängern.
Die waren ja beide, der eine war, glaube ich, ja, wann war der? 53 bis 2000. Und der Klaus Schmidt, der war nachher schon ab, ja, kurz vor der Wende, glaube ich, schon draufgegangen. Aber das erzählte er mir nachher. Und der war 24 oder 27 Jahre hier auf dem Boot. Die haben natürlich auch hervorragende Leistung gehabt und daran werde ich auch gemessen. Weil viele Fahrgäste kommen und fragen immer noch nach den Alten, wie es den Alten denn geht. Ja, dann denke ich, aha, guck an. Und wenn es dann mal bei Wind nicht so ganz klappt mit Anlegen, weil das Schiff ist ja, das liegt ja flach im Wasser, hat ja kein Kiel. Ne? Und dann treibt der Wind ja auch auf der Front hinten drauf und drückt und schiebt. Und wenn es dann mal nicht so klappt, dann gucken sie dann auch schon. Ja, manchmal kam die Spitze auch, aber bei den Alten ging es besser. Da muss man mit leben. Und nach Möglichkeit versuche ich es ja auch. Und wie gesagt, das ist ja auch nicht jedes Mal. Das ist wirklich, wenn ein starker Wind kommt. Ne? Dann haben sie ja selber gemerkt, dann ruckt das ein bisschen. Aber nicht so, dass die Brücke umfällt. So toll ist es natürlich dann nicht. Eine Tour mit der Petermännchenfähre gehört irgendwie zu einer Stadtbesichtigung der Landeshauptstadt dazu. Zu den vielen Anekdoten vom Pfaffenteich werden so wohl noch einige hinzukommen.